Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Hallo, Wiggins. Ja, verstehe ich. Dir ist schon klar, dass du da nicht sonderlich unauffällig bist? High-Class Thornton Shoe Repairs. This mirror is turned towards Half Moon Street. Den Tatort kann man aber von hier nicht sehen. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began in honor of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. Okay. He was like a ghost and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. Two constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Okay, sie hat ihn mit der Waffe gesehen. Ist jetzt noch die Frage, ob die Waffe abgefeuert worden ist. Das werden wir bestimmt in der bei Scotland Yard eruieren können. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir. I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Ich bin immer noch irritiert. Dass der da oben die Schüsse laut und deutlich gehört hat und die jeweils am Ende der Gasse nicht. Ich meine, ja, er ist technisch gesehen näher dran, dafür war er drin und hatte wahrscheinlich das Fenster zu. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich hänge ich mich da an etwas auf. Erstmal sind die Statements soweit okay. Und ich verstehe, warum die Constables zu dem Schluss kommen, dass er der Mörder sein muss, ne? Weil er rannte halt hier raus mit einer Waffe in der Hand. Oh, er war also definitiv hier. Wir werden also warten müssen, bis wir das Statement von Layton haben. Wir haben unterschiedliche Schüsse und wir haben zwei Opfer, aber das will er damit nicht kombinieren.
Constable Merrill blickte hoch zu Mr. Turners Fenster, als er an den Leichen vorbeilief. Daher sah man niemanden dort stehen. Es war kein Licht im Fenster. Das beißt sich. Guckt mal. Denn Mr. Turner hat gesagt, er hat den Mörder gesehen, bis die Polizisten, und blieb da stehen, bis die Polizisten da waren, während aber Constable Merrill hochgeguckt hat und Mr. Turner nicht gesehen hat. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Merrills Aussage, der niemanden am Fenster gesehen hat. Ja. Das ist wahr. Das widerspricht sich. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Mr. Turners Wohnung durchsuchen. Retri würde dem Veteranen zutrauen, den Unterschied zwischen Feuerwerk und Schüssen erkennen zu können. Retri, ich gehe so weit zu sagen, ich traue einem Veteranen zu, zwei Personen mit zwei konsekutiven Schüssen aus einer erhöhten Position zu erschießen. Oder auch eine ebenerdig, je nachdem, ob er aus dem Fenster oder aus der Tür geschossen hat. Und dabei effizient zu sein, jedenfalls mehr als einem Straßenjungen, der wahrscheinlich zum ersten Mal eine Waffe in der Hand hat. Und das eine war ein präziser Kopfschuss. Also, ja, ne, die Bauchwunde, okay, dass die im Affekt passiert, okay. Aber den präzisen Kopfschuss, da musst du schon ganz schön Glück haben. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Turners Aussage. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Er hinkt. Mr. Turner appears to live very modestly. Der ist also niemals im Leben schnell die Treppe hoch oder runter. Aha! A perfect match. Aha! So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Sag doch, sieht nach Gehstock aus. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Aha. Okay. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Wollte gerade sagen, ne, da liegt doch was. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Schuldscheine möglicherweise? Verschleierung des Mordmotivs? Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots.
This kitchen knife is quite sharp. Bitte, bitte, liebe Videospielentwickler, bitte macht ein einziges Spiel, in dem etwas verbrannt wird oder der Täter wartet, bis es vollständig verbrannt ist. Ja, generell, ne, auch so in Filmen oder so. Ein Küchentisch mit Gebrauchsspuren, soweit nicht untypisch. Zerschnittenes Papier. Oh. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Um es klein zu schneiden, bevor er es verbrennt, das ergibt jetzt aber wenig Sinn. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. No, it didn't happen this way. Kann ich das unten? Oh, 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 wir haben hier noch viel mehr. Okay. Ach du gute Güte. Steigt aus dem Bett. Öffnet das Fenster und sieht nach unten. Geht zur Leiche, nimmt etwas, legt den kaputten Stock ab, schneidet Papier mit dem Messer, warum auch immer, und wirft es dann ins Feuer. Das ergibt, denke ich, mehr Sinn. Der Punkt ist, dass das alles ewig gedauert hätte. Der Kerl ist doch nicht gut zu Fuß, Sherlock. Wenn das alles erst nach dem Mord passiert ist. Finde ich nicht plausibel. Finde ich nicht plausibel. Also ja, ja, okay, okay. Eigentlich, ne, muss es ja nur sein, er hat den Täter von oben gesehen. Und während die ganzen Constables dann dem Täter hinterher sind, kam er raus. Hat was genommen und dabei seinen Stock abgebrochen. Ist dann wieder hoch. Also das, bis hierhin bin ich mir ziemlich sicher, dass es so abgelaufen ist, weil er muss einfach, ne, das sind die notwendigen Schritte. Aufstehen, sehen, was passiert ist, dann runtergehen. Für mehr war keine Zeit. Hätte er das später gemacht, wäre das nicht gegangen.
Dann hat er den Stock hier abgelegt. Hat was aus dem Regal geholt. Hat die Papiere mit dem Messer zerschnitten, auch wenn ich, wie gesagt, mir nicht sicher bin, warum. Damit es schneller verbrennt? Vielleicht. Und ab ins Feuer. So, Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ah, jetzt verstehe ich, worauf er hinaus wollte. Er hat ein komplettes Buch ausgehöhlt und die Seiten verbrannt, damit es nicht auffällt. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Moby Dick. Well now, what a find. A precious jewel concealed inside a book. Sieht ein bisschen aus wie ein Nasenring. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Was mich mehr wundert, er sitzt daneben, schaut sich das an, wie Sherlock das alles aufklärt. Ja, in Sherlocks Kopf passiert das natürlich in Sekundenschnelle. Wir sind nur unglaublich langsam, dahinter zu kommen. Sagen Sie mal, Mr. Turner. Wie ist denn das mit dem Weg zum Fenster? Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age, and when the situation requires it, Mr. Holmes. Aber du hinkst. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Ja, komm jetzt, ne, mal Butter bei die Fische hier. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Und wie ist es jetzt mit dem antiken Armreif? Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that.
Although I must return this bracelet to its rightful owner. Na gut, dann war er es vielleicht nicht. Dann war er es vielleicht nicht. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der ganzen Sache hier nicht. So. Dann geht's einmal in die Baker Street. Wir gucken ins Archiv. Und gucken uns den Armreif an. Aber nicht in den Forschungsberichten. Klassische Widderköpfe, Enzyklopädien. Schüsse bei Mondlicht, wie romantisch. Jemand ist gestorben. Für die Addams Family wäre das extrem. Ja, absolut wäre das extrem romantisch für die Addams Family. Antiker, goldener Armreif mit klassischen Widderköpfen. Römische Geschichte? Nein. Britisches Museum für antike Kunst. Ja! Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden ist. Auf dem Bild sind 5 Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ringen zu sehen. Alles aus purem Gold. Sind seit 1885 verschwunden. Here it is. Hupsa! I need to continue my research in my archives. 1885. Hellenistische Schätze gestohlen. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurde die sogenannte hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasford-Ausstellung der freien Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber des Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften. Einen professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigerte sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebesguts zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Der Nachbar hat sich mit seinem Traktor in den Graben verabschiedet. Ach du Scheiße, Spaten. Mein Beileid, viel Erfolg. Shit. Ja, Holmes, Mantul, Holmes. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. By Jove, what a delightful load of bits. Dankeschön, Mantul, für 7 Glücksbits. Danke, danke. Ab ins Pfandhaus. Jetzt muss ich einmal noch kurz gucken.
Suche gerade noch nach der Identität der Opfer. Das hat man uns sicherheitshalber nämlich nicht erzählt. Also zumindest nicht hier abgespeichert. Dann haben wir wohl, ja, dann geht's erstmal weiter. Ich habe nämlich gerade vergessen, wie das zweite Opfer hieß. Ja, nicht der Juwelier, sondern der andere. Ja, Retri, ich habe das schon gemerkt, dass ihr über WoW redet. Gut, hier geht's raus. Raus will ich ja aber nicht. Ich will zum Pfandhaus. Habe ich das übersehen? Ah, ja, natürlich. Mr. Butler's key matches the lock perfect. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, worauf sie hinaus wollen. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Wir bemerken, dass ein Schuss fehlt. Aha. The Rams' Heads. This necklace belongs to the five Rams of Mytilene collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Ja, dass Kenneth Butler ganz offensichtlich die fünf Schätze des Mytilene behalten hat und sie als gestohlen gemeldet hat, ist klar. Er hat wahrscheinlich den damaligen Dieb angeschwärzt, der daraufhin festgenommen wurde. Möglicherweise sogar mit dem Kutscher gemeinsame Sache gemacht, der den identifiziert hat. Na? Also das ist soweit klar. Die Frage ist jetzt nur, was hat das mit diesem Fall zu tun? Brian Vercotti. Das ist die andere Leiche, jetzt weiß ich. Hallo Kenneth. Du hattest mir mal von drei goldenen Schmuckstücken mit Wetterköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die doch noch, oder? Denn da gibt's eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist aber bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alley Street und Half Moon Street auf dich warten. Vor dem Feuerwerk. Brian Vercotti. Aha. So. Jetzt wissen wir, warum die beiden da waren. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. So.
Okay, also wir wissen jetzt, warum die beiden da waren. Damit haben wir mit Person X einen neuen Verdächtigen. Die Frage ist, wer Person X ist. Und ne, wie das Ganze so funktioniert. Kenneth Butler hatte einen Armreif und eventuell einen Ring bei sich. Teile der Schmucksammlung 5 Villa von Mytilini. Er wollte in der Half Moon Street mit Vercotti über den Verkauf des Schmucks reden. Brian Vercotti und Kenneth Butler wurden erschossen. Ja, das ist die Kombination, die sie gerne haben wollen. Raubmotiv. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen der Half Moon Street sein. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer.